Friedhofswasser. Würden Sie das trinken? Normalerweise würde ich sagen, nein. Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich dieses Friedhofswasser kürzlich gefunden habe bei einer Wanderung durch Südfrankreich. 32 Grad im Schatten. Mein Mann, unser Hund und ich, wir hatten schon 10 Kilometer hinter uns. Die Wasservorräte waren aufgebraucht. Und wir hatten solchen Durst. Das war eine echte Grenzsituation. In diesem Dorf war einfach niemand auf der Straße. Die Fensterläden waren verrammelt, die Geschäfte waren zu. Da kam mir der Gedanke mit dem Friedhof. Und wie froh war ich, als das Wasser aus dem Hahn sprudelte. Eine echte Grenzsituation. So schnell kann das gehen, dass du in eine Lage gerätst, an der du gedacht hättest, das mache ich doch niemals. Und dabei hatten wir ja ein Luxusproblem. Wir waren im Urlaub. Wir hatten uns selbst entschieden, diese Wanderung zu unternehmen. Anderen Menschen geht's da ganz anders. Den Lkw-Fahrern zum Beispiel, die wir an der Autobahn gesehen haben, die müssen jeden Tag auf den Straßen Europas unterwegs sein und können froh sein, wenn sie abends einen Parkplatz oder vielleicht sogar eine Dusche finden. Oder die vielen Flüchtlinge, die ihre ganze Habe in ein paar Taschen bei sich haben. Sie haben keine Wahl. Sie müssen unterwegs sein. Sie müssen weiter. Auch Elia hatte keine Wahl. Auch Elia musste fliehen vor dem Königspaar Ahab und Isebel, die ihn töten lassen wollten. Auf der Flucht war Elia in die Wüste geraten. Er hatte kein Wasser mehr, nichts mehr zu essen und er hatte auch keine Lust mehr. Er war am Ende, er hatte es satt, er wollte einfach nicht mehr. Er warf sich auf die Erde und wollte nicht mehr aufstehen. Und Gott ließ ihn erstmal schlafen. Zweimal darf Elia schlafen, er wird wach und findet neben sich einen Krug mit frischem Wasser und ein Brot. Und beim dritten Mal spricht ein Engel zu ihm. Elia, steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Da wird nichts beschönigt, der Weg ist weit und er wird anstrengend sein. Aber es schwingt auch mit, Elia, du kannst das, du hast die Kraft. Mit Gottes Hilfe wirst du dein Ziel erreichen. Die Sommerferien gehen zu Ende. Ich hoffe, Sie haben Zeit gefunden, sich ein bisschen zu erholen und Kraft zu schöpfen für den Weg, der jetzt vor Ihnen liegt. Und wenn Sie auch mal in so eine Situation geraten, in der Sie denken, Mensch, dass mir das passiert, in so eine Situation, in der Sie einfach keine Kraft mehr haben und nicht mehr weiter wollen oder können, so wie Elia, dann wünsche ich Ihnen auch einen Engel, jemanden, der zu Ihnen sagt, du wirst es schaffen, komm, iss und steh auf. Gott ist mit dir.